Durchbruch, bestes Gemüse zur Leberentgiftung. Die Zubereitung entscheidet. Sulforaphan, das ist in Brokkoli entdeckt worden, ist einer der faszinierendsten Phytochemikalien der Welt, da es gesunde Zellen vor karzinogenen, das heißt vor krebserregenden und toxischen DNA-schädigen elektrophilen Substanzen und Oxidantien schützt, indem es ein Netzwerk von Phase-2-Entgiftungs- und antioxidativen Enzymen im Körper triggert und Entzündungsreaktionen unterdrückt. Es entsteht immer, wenn im Brokkoli die Zellwände gebrochen werden. Dann kommt ein Enzym Myrosinase und Glucuraphanin in Kontakt, die vorher räumlich voneinander getrennt wurden. Und es entsteht ein Wunderstoff, Sulforaphan. Daher immer den Brokkoli so klein wie möglich schneiden, etwas liegen lassen und erst dann kochen oder dünsten, denn sonst gerinnt das Enzym Myrosinase und es kann kein Sulforaphan entstehen. Später entstandenes Sulforaphan ist deutlich hitzebeständiger. NRF2 ist ein Erbgutsignal für die Zellteilung. Und ihm wird ja seit kurzem eine entscheidende Rolle beim Schutz der Lebergesundheit zugeschrieben. Nicht nur vor lebertoxischen Chemikalien, sondern auch vor Faktoren, die mit dem Lebensstil zusammenhängen. Wie zum Beispiel den Verzehr von energiereichen Lebensmitteln, das heißt ungesunde Ernährung auch. Ja. Auf der Grundlage dieses Mechanismus wurde in Tierexperimenten, ja, Modelle, dementsprechend wurde das nachgewiesen, dass über die Nahrung aufgenommene Sulforaphan vor einer Vielzahl von Lebererkrankungen schützt, ja, die durch hepatotoxische Chemikalien, Alkohol, energiereiche Ernährung verursacht werden. Leider wurden die hepatoprotektiven Wirkungen von Sulforaphan bei Menschen bisher noch nicht untersucht, bis in diesem Video. Hier wurden mehrere klinische Studien dementsprechend durchgeführt, ja, für die präventive Wirkung und das therapeutische Wirken vor allem auch von Sulforaphan gegen verschiedene Krebsarten, da Sulforaphan ursprünglich als chemopräventives Mittel gegen Krebs eingesetzt werden sollte. In dieser randomisierten, menschenkontrollierten Studie wurde die Auswirkung des Nahrungsergänzungsmittels mit einer niedrigen Dosis des Sulforaphan-Vorläufers, Glucuraphanin, das heißt so ca. 69 Mikromol pro Tag wurden gegeben, ja, auf Leberabnormalitäten bei japanischen Männern, ja, dementsprechend untersucht, ja, die während der 2 Monate der randomisierten klinischen Studie keine grundlegende Änderung im Lebensstil und ihrer Gewohnheiten vorgenommen haben. Das ist ganz wichtig für eine Studie. Wie wir sehen können, sind diverse Parameter bezogen auf die Leber statistisch signifikant besser geworden in der Sulforaphan-Gruppe. Hier möchte ich einige durchgehen, ja, mit euch, ja, da sich statistisch signifikant dementsprechend einige doch verbessert haben, ja. Alanin-Aminotransferase, das heißt ALT oder auch GPT genannt, ja, auf den Blutwerten, ein Enzym in den Leberzellen, wichtig, misst man viel davon, tritt es aus, da die Zellen beschädigt sind. Gamma-Glutamyltransferase, Peptidase, ja, GGT, ja, in einem Blutwerten, so heißt es ja dort. Dieses Enzym ist sehr wichtig für den Glutathionhaushalt und damit für die Entgiftung. Sollte in der Zelle dementsprechend sein und nicht im Blut. Und das deutet ebenfalls auf Zellschäden hin. Ist auch gesunken. Albumin ist ein Transportprotein aus der Leber. Ja, zu kompensatorischen, verminderten Werten kommt es zum Beispiel bei Infektionen oder beim Tumor oder auch bei Lebererkrankungen, ja, hier gestiegen. Sehr gut, ja. Wie gesagt, bei Lebererkrankungen wird es vermindert halt, ja. So. Triglyceride, TAG, ja, das sind Fette unter anderem aus der Leber. Diese sanken ebenfalls hier signifikant, ja. Und 8-Hydroxydesoxyguanosin, ja, ist ein Marker für oxidativen Stress, sank ebenfalls signifikant. Adiponecetin ist einer von Fettzellen abgesondertes Hormon, was auf weniger Fett in der Leber hindeuten kann. Ne? Sank ebenfalls, sehen wir hier. Man sieht, die Werte sind enorm in Verbesserung geraten für die Leber bei den Menschen, ne, die Sulforaphan konsumiert haben, den Vorläuferstoff. Die Leber ist ein sogenanntes stummes Organ. Symptome treten in der Regel erst auf, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist. Zur Vorbeugung von chronischen Leberversagen ist es daher sehr wichtig, den Zustand der Leber anhand der Serumspiegel von Leberfunktionsmarkern mal zu kontrollieren zu lassen. Ja? Oder auch Lebensmittel, ja, wie Lebensstile in das Leben zu integrieren, die sie schützen. Denn bei einem akuten Leberversagen ist der Mensch verloren. Ja? Es gibt keine Beatmung, ja, wie bei der Lunge oder bei der Niere, zum Beispiel Dialyse oder sowas halt. Ja? Vorbei ist leider vorbei, muss man sagen. Ja?
Diese Goldstandard-Studie liefert einen Nachweis, dass eine brokkolireiche Ernährung oder Nahrung, Ergänzung, ja, bei männlichen Teilnehmern mit abnorm hohen Leberfunktionsmarkern, ja, sehr wahrscheinlich zu einer Verbesserung der Leberfunktion durch Verringerung des oxidativen Stress führte. Ja. Wichtig, ich empfehle immer, dass Lebensmittel, da die Gehälter der Nahrungsergänzungsmittel so gut wie nicht messbar sind. Ja. Wir haben da einige mal ins Labor geschickt, das zeige ich euch irgendwann auch nochmal. Ja. Von daher empfehle ich hier wirklich immer lieber den Brokkoli kleinschneiden oder die Brokkolisprossen. Finde ich sinnvoll an dieser Stelle. Es gibt auch eine zweite Studie, Goldstandard-Format mit 260 chinesischen randomisierten Teilnehmern, ja, aufgeteilt wieder. Ja. Hier geht es um den Hauptwirkstoff aus dem Brokkoli auch wieder. Ja. Genau genommen wurden Brokkolisprossen dementsprechend verwendet, ja, für 12 Wochen. Da China, ja, mit der größte, ja, die größte Industriemacht quasi der Welt darstellt, ja, kommt es auch, oder die zweitgrößte, okay, in den USA, ja, kommt es auch zu Exposition von Chemikalien, ja, in einem, ja, im abnormalen Verhältnis, kann man quasi sagen, ja, gerade für die Menschen dort, ja. Hier wurden 3 verschiedene Chemikalien im Urin untersucht, ja, in der Placebo- und in der Brokkoli-Gruppe. Ja, es ging um Benzene und Acrolein, ja, und Krotonaldehyde. Die Gruppe konnte gut miteinander verglichen werden, ja, keine signifikanten Unterschiede sehen wir hier, ja, auch die Konzentration, ne, was sehr wichtig ist, ja, in den Gruppen dementsprechend dieser 3 Chemikalien unterschieden sich nicht statistisch signifikant, ja, vor der Studie. Das heißt, kann ja sein, dass einer schon vorher sehr krank belastet war oder sowas hat, ja, sodass ausgeschlossen werden konnte, ja, wenn einige stark belastet waren, ja, dann auch mehr ausgeschieden hätten halt, ne, deswegen, das hätte verfälscht, ja, sehen wir hier auch. Was sich dann aber sehr wohl nachher statistisch signifikant unterschieden war, die Menge, die die Menschen in der Brokkoli-Gruppe ausgeschieden haben. Gerade Benzene und Acrolein, ja, hier sehr schön zu sehen, diese sind statistisch signifikant mehr ausgeschieden worden über den Urin. Das ist sehr wichtig, denn Benzene sind krebserregend. Leider ist der Mechanismus bis heute nicht unklar, ja, wie das quasi vonstatten geht. Ja. Was wir aber mitnehmen können, ja, ist sicherlich, dass, wie schon beschrieben, ja, Nahrungsergänzungsmittel stark abweichen oder kaum diese Stoffe enthalten. Haben wir übrigens schon gemessen, ja. Daher würde ich eher auf Brokkoli setzen, ja, ihn regelmäßig zu essen und klein zu hacken oder eben auf Brokkolisprossen, ja, daraus dementsprechend zu ziehen, denn diese konzentrieren Sulforaphan nochmal um den Faktor 100 mehr, ja. Sind aber auch deutlich kleiner und leichter und vom Volumen auch kleiner. Von daher kommt es vielleicht auf gleich hinaus. Ja. So, guten Hunger, ja, euer Leber und vor allen Dingen auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Ich bedanke mich für den Support und ich bedanke mich auch für diese ganzen Mückenstiche. Von daher lasst doch einen Daumen nach oben da für die ganzen, für den mückengestochenen Patrick Strohbach. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Bis gleich auf purazell.de. Ich sag ciao.